Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche, zu einer neuen Sendewoche. Ja, und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht, heute Nacht. Und die erste Anruferin in dieser Woche und heute Nacht heißt Kira. Guten Morgen, 41 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, sagte sie ganz verzückt. Ja, ich freue mich total. Schön. Ich habe letzte Woche angerufen schon zu dem Thema unheilbare oder seltene Erkrankungen. Ja. Ja, und jetzt freue ich mich total, dass ich dich endlich habe. Ich freue mich auch, dass du da bist. Erstmal ganz großes Kompliment. Du bist der Beste. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, jetzt hatte ich dir natürlich letzte Woche zugehört. Da haben ja viele Leute angerufen, die sehr, sehr schlimm krank sind. Sehr schlimm, ja. Ich bin leider auch unheilbar krank. Mhm. Hätte gerne mal mit dir drüber geredet. Ja. Ich habe eine Augenlidmuskelerkrankung. Eine Augenlidmuskelerkrankung? Ja. Da würde jetzt der Laie sich runter vorstellen, so auch ich im ersten Moment, die Augenlider fallen immer zu. Genau. Genau. Und du bist nicht Herr über die Muskulatur. Ganz genau. Man kann das ganz gut vergleichen für den Laien, wenn du sehr, sehr müde bist und versuchst noch Fernsehen zu gucken oder irgendwas, dann hast du an irgendeinem Punkt dann keine Kontrolle mehr. Ne? Man kann nicht mehr. Irgendwann gehen dann die Augen zu. Genau. Telefonierst du gerade mit mir auch mit zu den Augen? Ich halte mir jetzt das Lid hoch, ich habe den Fernseher an, damit ich dich auch sehen kann, wie im Gespräch. Ja. Ja. Wie lange hast du diese Krankheit schon? Ich habe das jetzt 2,25 Jahre. Und wie kam die? Kam die so plötzlich? Das kam plötzlich. Ganz plötzlich? Wacht morgens auf und hat es, oder? Nein, ich habe das erst für einen Sekundenschlaf gehalten, weil das erste Mal war es beim Autofahren aufgetreten. Mhm. Ja, dann hat es noch ungefähr 4 Wochen gedauert und dann hatte ich es total, also massiv. Ja. Ja, und ich habe es den ganzen Tag. Massiv heißt, es betrifft beide Augen? Es betrifft beide Augenlider. Mhm. Meine Augen haben also 120% Sehkraft, die haben nichts. Es ist nur die Muskulatur in den Augenlidern, was mich natürlich rausreißt aus allem. Bedeutet das jetzt wirklich, dass wenn du die Augenlider mit den Händen nicht hochziehst, dass sie immer unten sind? Ja, ja, ja. Das heißt, immer wenn du was gucken musst, musst du die Augen mit hochgezogenen Augenlidern rumlaufen und... Genau. Also wenn du jetzt, ich sehe dich ja gerade, wenn du jetzt sehr, sehr stark blinzelst im laufenden Band, dann ist das mein Zustand, den ich eigentlich immer habe. Ach so ein ganz klein bisschen kannst du doch dadurch sehen? Ja, ich muss versuchen, diese Muskulatur total anzuspannen. Mhm. Diesen Ringmuskel um das ganze Auge herum ist ein Ringmuskel. Mhm. Ich muss dann, wenn der Krampf kommt, diese Muskulatur total anspannen, um die etwas geöffnet zu halten. Was heißt, wenn der Krampf kommt? Ja, der Krampf kommt und geht. Ne? Ach so, der ist ein permanenter, da passiert etwas ständig. Ja, ja. Ja. Ach so, ich dachte, die wären ausgefallen und damit... Nein. Ach so. Der Krampf kommt, also das ist wie ein Wadenkrampf, halt ohne Schmerzen. Hm. Ne, der Wadenkrampf tut ja tierisch weh. Aber die Augen, um es nochmal ganz klar zu machen, die Lider hängen runter und dennoch kommen zwischendurch Krämpfe. Ja, der Krampf ist da. Ja. Der Krampf ist einfach da. Was macht man dagegen? Gibt es da irgendwas? Also ich habe versucht, es ist leider unheilbar, ich habe versucht, Botulinumtoxin spritzen zu lassen. Das heißt also 12 Einstiche rund ums Auge. Was ist das für eine Substanz? Ein Nervengift. Ah ja. Also Bin Laden. Bin Laden? Nimmt auch Botulinumtoxin zum Beispiel. Der nimmt sowas? Wir machen jetzt Witze drüber, ne? Ja. Versuchen, das mit Humor zu tragen. Also das ist ja auch diese Biowaffe. Man hört das jetzt zum ersten Mal, man ist schockiert, ne? Aber wir haben damals gehört bei dem Professor, der wirklich auf diesem Gebiet ganz gut ist, ja, Bin Laden nimmt das auch und danach haben wir uns spritzen lassen. Also natürlich verdünnt, das ist klar. Also das sind wahrscheinlich kleinste Bestandteile, homöopathische Bestandteile dieses Giftes. Ja, genau. Und dieses Gift soll etwas bewirken. Bewirkt es denn etwas?
Ja, ich habe mich also zum ersten Mal spritzen lassen. Ich hatte eine minimale Wirkung, dass ich ab und an mal einen Tag hatte, wo ich wirklich, sagen wir mal, teilweise zufrieden war. Was ja sicher ein tolles Erlebnis schon dann ist, ne? Ich habe damals natürlich gedacht, wow, geheilt. Mhm. Wenn du das erste Mal die Augen wieder aufhast, ohne das zu merken, diesen Krampf, ne, wirklich aus eigener Kraft, dann denkst du, du bist geheilt. Ja, du bist so überglücklich und so. Aber es hält nicht vor. Nein. Mhm. Es wirkt also 3 Monate. Und dann muss man das nachspritzen lassen. Und bei mir war es halt so, die letzten 4 Mal, dass es mir das Gesicht teilweise mitgelähmt hat. Also die Augenlidmuskulatur nicht, wie es sollte. Also erhebliche Nebenwirkungen, sodass man vorsichtig sein muss, die zu nehmen. Sagst du jetzt nochmal, der Name der Krankheit ist, sag nochmal. Blepharospasmus. Auf Lateinisch? Und auf Deutsch, wie war es? Ja, Augenlidkrampf. Augenlidkrampf. Ja, ja. Also andere Leute, es ist eine Dystonie, vielleicht hat man davon schon was gehört. Andere Leute haben einen Schreibkrampf oder einen Schiefhals. Was hast du bevor die Augenlider runtergefallen sind, um es profan auszudrücken? War ich topfit. Ja, was hast du beruflich gemacht zum Beispiel? Ich war Verkäuferin. Verkäuferin? Ja. Kannst du alles vergessen jetzt? Ich bin in Rente, ich mache Rente. Hast du eine Familie? Ich werde geschieden demnächst. Deshalb? Mit. Ich bin ja rausgerissen aus allem. Hast du Kinder auch? Ich habe keine Kinder. Aber die Ehe war vorher? Naja. Achso, es ist beides. Also du meinst, es war vielleicht der I-Punkt jetzt noch, die Krankheit genau, da drauf. Das kam halt dazu, dass ich wirklich absolut überwiegend ans Haus gebunden bin. Ich kann keine Menschenmengen mehr ertragen, laute Musik oder Menschen. Wie machst du das denn mit so ganz normalen Alltäglichkeiten? Einkaufen gehen? Du kannst doch nicht immer einkaufen gehen und das Auge so hochhalten. Ja. Wie machst du das? Das ist natürlich sehr, du läufst rum, weil durch dieses dauernde Blinzeln, durch diese Anspannung torkelst du auch so etwas. Du hast ja dann auch Sehstörungen. Du siehst natürlich optisch betrachtet aus wie eine Betrunkene. Ich habe eine dunkle Sonnenbrille dann auf, eine ganz dunkel, weil ich auch sehr, sehr stark lichtempfindlich bin. Aber dadurch siehst du ja dann noch weniger. Ja. Das heißt, wenn du so ein kleines bisschen blinzeln kannst und dann eine dicke Sonnenbrille, ist es ja fast gleich. Beschwerlich. Das ganze Alltagsleben ist äußerst beschwerlich. Hast du Menschen, die dir helfen, die dir ein bisschen zur Seite stehen? Ja, Jürgen, ich hatte einen großen Freundeskreis. Ich habe natürlich einige Freundinnen behalten. Aber ich muss sagen, überwiegend reagieren die Menschen auch sehr, sehr negativ. Na gut, aber wenn du ein paar behalten hast, ist das eine tolle Sache. Das heißt, das sind deine wirklichen Freundinnen. Wie ist es denn so im Freizeitbereich? Gut, hören, Radio hören ist, okay, ist kein Ding. Aber Fernsehen? Schlecht. Also ich beobachte dich nachts mit Liedern, die runterfallen, die ich mir hochhalte mit den Fingern, weil ich will es ja auch sehen, nicht nur hören. Bei mir gibt es ja nicht so viel zu sehen, aber es gibt über die anderen Fernsehsendungen, wo Spielfilme sind oder Dokumentationen oder Nachrichten. Halte ich mit den Fingern. Hältst du den hoch? Was nicht sagt, dass der Krampf dann weg ist. Ich blinzel trotzdem, nur halte ich eben halt mit Gewalt dann die Augenlider hoch. Wie sehr hat dich das seelisch, hat dir das seelisch geschlagen? Sehr. Also ich habe Hochs und Tiefs. Ich habe ganz schlimme depressive Phasen. Natürlich, ich bin rausgerissen aus allem. Aber du wirkst überhaupt nicht jammerig oder selbstmitleidig. Ich gebe mir Mühe. Ich kämpfe total. Ich habe letzte Woche deine Sendung gesehen, wo wirklich noch schlimmer kranke Menschen angerufen haben. Ich musste so oft an die Sendung denken, letzte Woche. Ich auch. Also ich habe hier gesessen, ich wusste jetzt nicht, werde ich angerufen und habe halt gewartet und habe gedacht, guck mal, ich hatte den Tag so, ich war so froh, ich habe gedacht, jetzt rufe ich dich an, ich wollte immer mal, und das war halt ein Thema für mich, tue ich das. Dann kam kein Rückruf, dann habe ich gehört und habe gedacht, guck mal, die Frau mit der Bauchdecke, mit der Aufmerksamkeit. Ja, das finde ich auch sehr, sehr erschütternd. Oder diese mit der Hirnerkrankung, die wirklich überhaupt, und noch Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen, sage ich immer. Wie ist denn jetzt so der Ausblick so in die Zukunft? Definitiv ist das, die Ärzte sagen, wir wissen nicht, was wir machen können. Es ist nicht heilbar. Kann es denn sein, dass es so, wie es gekommen ist, vielleicht auch wieder weggeht? Nein. Auch das nicht? Nein. Das heißt, du musst dich jetzt damit arrangieren, dass die nächsten 40, 50 Jahre deines Lebens wirst du dich so... Ich hoffe, Jürgen, dass man forscht ja, dass es irgendwann irgendwas gibt. Also ich möchte die Hoffnung nicht verlieren. Nee, das darf man auch nicht. Vielleicht gibt es ja wirklich irgendwann eine Substanz, die... Ja. Oder eine Operation für irgendwas. Ich weiß es nicht. Man hat Operationen gesucht, wo man diesen Muskel durchtrennt hat. Man wird aber wirklich davon abgeraten, weil er nachwächst und Nebenwirkungen.
Ich hatte sehr große Hoffnungen auf Botulinumtoxin gesetzt, aber ich muss dir sagen, nachdem ich von September bis Ende November das halbe Gesicht mitgelähmt hatte. Ja, da würde ich auch die Finger von lassen. Absolut, ja. Da kriegt man ja Angst, dass es dann noch schlimmer wird, die ganze Krankheit. Ich habe dann abgebrochen. Wäre dir auch geholfen, wenn du vielleicht den ein oder anderen Gleichgesinnten kennenlernen würdest? Jürgen, es wäre ganz toll. Ich denke, viele Menschen gucken nach diese Sendung. Mhm. Ne? Ich wohne in Hessen. Mhm. Es wäre sehr, sehr toll, wenn ich Menschen in meinem Alter kontaktieren könnte oder die mich kontaktieren würden. Und wenn sie auch nicht aus Hessen kämen, aber über Telefon kann man ja auch vielleicht... Natürlich. Ich habe sehr, sehr schöne Kontakte weiter weg nach Stuttgart. Wirklich schöne. Ja. Aber sehr gelegen wäre mir an jemand in meinem Alter. Und vielleicht, wenn jemand das hören würde und das hätte zwischen Wetzlar und Limburg, das wäre natürlich sehr, sehr toll. Also, die Faxnummer 0800 5678 110 und ich sage gleich auch nochmal die E-Mail-Adresse. Wenn ihr auch in dieser Weise betroffen seid und mit der Kira Kontakt aufnehmen wollt, meldet mir, faxt mir, wir reichen es weiter. Das ist super schön. Ich wünsche dir, dass du so tapfer weiterbleibst, wie du jetzt gerade geklungen hast. Ja, Jürgen, ich gebe mir natürlich Mühe, das ist klar. Ich glaube, so ein bisschen helfen kann einem schon, auch wenn man schwer betroffen ist, wenn man so Schicksale hört wie vorige Woche. Ja, auf jeden Fall. Wo es dann noch schlimmer ist. Und, ja. Also ich habe zugehört und habe gedacht, komm, du hast keinen Schmerz und du bist stark eigentlich. War immer ein starker Mensch, zum Glück. Ne? Bleib stark, Kira. Ja. Alles Liebe und alles Gute. Oder möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Das wäre natürlich auch klar. Toll, Jürgen. Elke ist das heute Nacht. Bitte bleib mir erhalten. Klar. Ich gucke dich jede Nacht, seit ich in Rente bin. Okay, wir werden uns sehr bemühen. Du bist ein cooler Typ. Dankeschön. Du legst auf, Elke ruft dich an. Okay, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Wir kommen nicht um das Thema rum. Deutschland sucht den Superstar und kein Ende. Daniel Kübel-Bückel, oder wie er heißt, und kein Ende. Zwei Faxe dazu. Wieder stellvertretend für sehr viele. Es ist schon erstaunlich und irgendwo auch etwas erschreckend, wie viele Faxe wir zu diesem Thema mittlerweile bekommen. Vor allen Dingen zum Thema Daniel, da ich mich ja parteiisch geäußert habe. Ich bekomme ein sehr betroffenes Schreiben hier von Carina aus Berlin und die schreibt, hallo Domian, wir wissen ja, du stehst auf richtige Kerle und Daniel Kübelböck, nicht Bückelböck, liebe Domina, sehr witzig, entspricht nun gar nicht deinem Geschmack. Na und? Das ist kein Grund, ihn so respektlos zu behandeln. Daniel hat eine ganz besondere, natürliche, innere, äußere sowieso, Schönheit, die ihm einfach so innewohnt und damit ist auch die Frage nach den angeblich falschen Gefühlen beantwortet. Ein Jammer, Domian, dass du offenbar innere Schönheit nicht sehen kannst. Harte Worte aus Berlin. Karin schreibt, hallo Domian, erstmal ein dickes Lob für deine Sendung. Ich wollte hier mal beweisen, dass keineswegs jedes Mädchen auf Daniel steht. Den Anschein haben wir mittlerweile. Ich finde, dass er total albern ist und außerdem überhaupt nicht singen kann. Ausstrahlung hat er, ja, das muss man als Superstar auch haben, aber man sollte schon ein bisschen singen können. Wahrscheinlich sind die Mädchen geblendet, weil Daniel ihnen bestimmt viele Make-up-Tipps geben könnte. Also, bitte schiebt nicht alle Mädchen in eine Schublade. Es gibt tatsächlich welche, die hören, ob jemand Töne trifft oder nicht. Viele Grüße, Karin. Habt ihr das Samstag gesehen? Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich das nicht sehen kann. Ich finde es so schrecklich. Aber so ein bisschen habe ich dann doch wieder geguckt und bin da reingezappt. Und habe so die zweite Staffel von der Singerei gesehen. Und durch Zufall ganz am Ende in der Nacht auch das Ergebnis des Votings, wie man das so nennt. Nun denn, jetzt geht's erstmal weiter mit Susanne. Und Susanne ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Susanne, ich grüße dich. Ja. Was geht's? Bei mir geht's halt einfach darum, ich habe am Mittwoch einen Suizidversuch hinter mir gehabt. Ja. Mir fällt es einfach nicht leicht, darüber zu reden, obwohl es mir eigentlich heute besser geht wie jetzt die letzten Tage. Ich bin am 1.10. hier hochgezogen. Von Koblenz, wegen meinem Ex-Freund, mittlerweile Ex-Freund. Ja.
weil es für mich eigentlich so die Liebe meines Lebens war. Ich habe für ihn halt alles aufgegeben. Ich hatte einen Job und Wohnung und alles. Mhm. Ja, bin am 1.10. hier hochgekommen. Was heißt denn hier hoch? Wo wohnst du jetzt? In Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, mhm. Bin nur wegen ihm hier hoch, kenne also hier oben eigentlich kaum Leute. Mhm. Ja, ich habe am 3. Dezember dann meinen Job verloren, weil ich krank war. Mhm. In der Probezeit haben die mich dann gekündigt. Mhm. Diesen Job hattest du in Nordrhein-Westfalen oder in Koblenz? Ja, in Nordrhein-Westfalen hatte ich direkt einen Job. Also ich bin hierher gezogen und habe halt direkt auch hier angefangen zu arbeiten. Also habe ich das richtig verstanden, dass du quasi aus Koblenz geflohen bist, aus Traurigkeit, weil die Beziehung gescheitert ist? Nein, ich bin wegen ihm hier hochgezogen. Ach so, deswegen ihm? Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, mhm. Und vorletzte Woche hatten wir halt... wir hatten öfters Diskussionen und Dispute und eigentlich wegen Kleinigkeiten, ja, und dann lief eigentlich wieder alles gut. Wir haben geplant und er hat mir gesagt, dass er mich über alles liebt, mhm. dass er mit mir Kinder haben möchte. Ich habe wegen ihm die Pille abgesetzt, um seinen Wunsch zu erfüllen, weil er für mich eigentlich der Richtige war und auch immer noch ist. Und so, jetzt ist irgendwas passiert. Ja, und er hat halt eine andere kennengelernt und hat mir halt dann eine Woche später, nachdem er mit mir nochmal geschlafen hatte, wie diesen Streit hatten, und weil er einfach nicht mit mir redet, ist er dann wieder abgehauen. Mhm. Hat sie dann in der Woche kennengelernt durch seinen Bruder und sie sind sich näher gekommen, er hat sich halt in sie verliebt und hat mit ihr auch geschlafen. Mhm. Das war der Grund dafür, weswegen du einen Selbstmordversuch unternommen hast. Ja, weil alles zusammengestürzt. Weil ich halt einfach, ich bin oben in Nordrhein-Westfalen eigentlich ziemlich alleine. Mhm. Ich habe eine Bekannte mit ihrem Freund zusammen, die für mich eigentlich jetzt im Moment da sind, aber ich kenne die halt kaum und für mich ist das einfach dieses Vertrauen zu der Menschheit weg. Ja, nur mal langsam. Du bist jetzt von einem Typ gearscht worden, du hast Liebeskummer, das haben alle Leute 100.000 Mal schon gehabt in ihrem Leben, damit muss man nicht gleich das ganze Vertrauen in die Menschheit und den Glauben an die Menschheit verlieren. Jetzt aber nochmal zu dem, was Mittwoch passiert ist. Was hast du denn gemacht? Wie hast du denn versucht, dir das Leben zu nehmen? Ich habe halt einfach mit ihm telefoniert und hat mir dann erzählt, dass er mit ihr geschlafen hat. Mhm. Und daraufhin saß ich zu Hause und ich wusste einfach nicht mehr weiter, wie es weitergehen soll, und habe dann Tabletten geschluckt. Mhm. Und wer hat dich gefunden? Ja, die Bekannte, die haben halt die Feuerwehr alarmiert, weil die mich halt nicht erreicht haben und weil sie sich gedacht haben, weil sie halt gemerkt haben, wie es mir halt vorher schon ging, dass es mir halt so scheiße ging und dass ich nicht mehr weiter wusste. Die haben dich aber gefunden? Das heißt, die haben die Feuerwehr alarmiert und haben mich dann ins Krankenhaus gebracht. Ich weiß davon also kaum noch was, weil der Arzt schätzt also zwischen 100 und 160 Tabletten, dass es waren. Mhm. Daran kannst du dich nicht mehr erinnern, wie viel du geschluckt hast. Nein, ich weiß, dass es einige Schachteln waren, aber die genaue Menge weiß ich einfach nicht. Aber es ist noch alles gut gegangen. Es war noch nicht großartig im Blut, sondern man hat hier wahrscheinlich den Magen ausgegeben. Also die haben gemeint, zwei Stunden später wäre es halt vorbei gewesen. Mhm. Also es war noch recht. Und das ist Mittwoch passiert. Das ist am Mittwoch passiert. Wie denkst du heute darüber? Wie denke ich heute darüber? Nein. Ich versuche nicht daran zu denken, wobei es einfach nicht geht. Wie denkst du heute über diesen Selbsttötungsversuch? Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, warum es nicht nochmal machen sollte. Hör mal, Susanne, jetzt will ich immer aber sagen, es schreckt. Verdammt nochmal, reiß dich jetzt mal ein bisschen zusammen. Verdammt nochmal, reiß dich zusammen. Du hast was Übles erlebt in der Liebesangelegenheit. Und das will ich auch nicht kleinreden. Und ich glaube, dass einem das sehr weh tut und sehr schlimm ist. Ja, das kommen halt einfach noch Faktoren hinzu. Weil ich damals in meiner Kindheit genug Scheiße erlebt habe. Und die kamen halt auch alle dadurch wieder hoch. Ja. Aber deshalb das eigene Leben wegzuwerfen. Du bist 20 Jahre erst alt. Du hast 1000 Möglichkeiten noch vor dir. Du hast gerade die Frau gehört am Anfang meiner Sendung, mit der Augenkrankheit. Ich weiß nicht, ob du vorige Woche auch mal reingehört hast. Ich habe zwischendrin, ich gucke eigentlich seit 2 Wochen erst intensiv deine Sendung. Ja, da hast du gehört, wie schwer diese Menschen krank waren, die ja angerufen haben. Mhm. In Anbetracht dessen, ich will das nicht kleinreden, was mit dir passiert ist, aber in Anbetracht dessen geht es dir grandios.
Verstehst du, ich will dich nicht niedermachen, aber man muss immer so die Verhältnismäßigkeiten sehen. Ich verstehe deinen Schmerz und deine Verletztheit. Und ich verstehe auch die Ausweglosigkeit, in der man sich dann fühlt. Vor allen Dingen, wenn andere Sachen auch noch zusammengebrochen sind. Du hast deinen Job verloren und so weiter. Ja, vor allem das Problem ist einfach, ich habe eigentlich wirklich keinen, nie hier einfach. Mhm. Ich bin, die zwei versuchen halt so gut wie möglich für mich da zu sein und ich bin ihnen auch dankbar, aber es ist nicht, es sind in dem Sinn, ich will die jetzt nicht fertig machen damit, aber es sind in dem Sinn nicht wirklich Freunde bis jetzt, weil ich sie zu wenig kenne dafür einfach. Ja, weil du zu frisch noch in Nordrhein-Westfalen bist. Ja. Ja. Aber es hängt aber auch immer sehr, sehr viel daran, wie man selbst zu all diesen Dingen steht. Man kann, entweder kann man sich so richtig reinsteigern und sich da reinfallen lassen und irgendwann wirklich sagen, die Welt ist ganz schlecht zu mir und ich bin das ärmste Würstchen der Welt. Oder man kann sagen, es tut verdammt weh, aber da muss ich jetzt durch. Da muss ich einfach jetzt durch. Zähne zusammen und durch. Ja, meine Hoffnung besteht einfach darin, dass er zu mir zurückkommt einfach. Das ist das, was mich im Moment eigentlich noch... Susanne, aber auch da muss man ja Klartext reden. Du musst dich mit der anderen Möglichkeit aber auch vertraut machen, dass er nicht zu dir zurückkommt. Und auch wenn er nicht zu dir zurückkommt, ist das kein Grund, dein Leben wegzuschmeißen. Dein Leben, was noch ganz tolle Sachen erfahren wird, bin ich 100%. Ja, daran weiß ich einfach, weil meine 20 Jahre bis jetzt einfach nur scheiße gelaufen sind. Ich kann positive Sachen kaum aufzählen einfach. Mhm. Weil ich einfach in meiner Kindheit verdammt viel Scheiße durchgemacht habe. So, das glaube ich ja auch. Umso mehr habe ich auch Respekt vor deinen Gefühlen, wenn du das auch so sagst. Dennoch, wenn es auch in der Vergangenheit, in der Kindheit oft schiefgelaufen ist und jetzt ist eine Liebe zusammengebrochen, heißt das nicht, dass das jetzt so dauerhaft fortgeht. Ich sage dir, auch wenn man das in dem Moment, in dem Moment, in dem du jetzt steckst, nicht glauben kann oder glauben will, dennoch sage ich es dir, dass hundertprozentig bessere Zeiten kommen, dass man das einfach nur aushalten muss, dass man Distanz gewinnen muss zu dem. Und man muss immer wieder den neuen Dingen, neuen Menschen eine Chance geben. Das Problem ist einfach, dass ich glaube, dass du einen Ansprechpartner brauchst. Du bist einfach zu alleine. Du drehst dich wie ein Hamster im Rad. Ja, ich lasse eigentlich auch kaum einen mich ran. Ich habe einfach das. Ich gehe einfach nicht auf die Straße, weil ich Angst habe, es könnte einfach nur noch dicker kommen. Und So, deshalb finde ich. Das Einzige, wo ich mich sicher fühle, ist bei mir auf der Couch unter meiner Bettdecke. Mhm. Was ist dein Traum, Susanne? Was ist für mich mein Traum? Ja, vergiss mal jetzt den ganzen schrecklichen Sachen der letzten Zeit. Dass ich die ganzen psychischen Probleme, die ganzen Sachen vergesse. Dass ich einfach die ganzen Kindheitserlebnisse eigentlich aus meinen Träumen, aus meinen Sachen vergessen kann. Ja. Einen festen Job habe, eine Wohnung habe. Freunde, die ich bauen kann und irgendwann wirklich einen Mann habe, der zu mir steht, auch wenn es mir scheiße geht. Und vielleicht sogar später eine Familie hast. Ja, sicher. Ja. Das ist doch ein Traum, für den es sich lohnt zu leben und für den es sich lohnt, auch richtig was zu tun. Jetzt sag mir mal, du hast es jetzt mehrfach angedeutet. Du musst das ja gar nicht ausführen, jetzt großartig, ganz ausführlich hier in der Öffentlichkeit. Was war das Schlimmste in deiner Kindheit? Ja, da kann ich eigentlich ein paar Stunden lang erzählen. Ich könnte Bücher schreiben drüber. Mein Vater hat sich mit 3 Jahren, wo ich 3 Jahre alt war, umgebracht. Ich bin jahrelang misshandelt worden von meinen Eltern, bin aus dem Grund auch weg, habe also zig Narben von denen an, bin dann da abgehauen in ein Kinderheim gekommen damals. Und kämpfe mich eigentlich seitdem durch, damit ich einfach nicht darüber nachdenke oder dass es einfach weitergeht. Ich bin 2-mal fast vergewaltigt worden. Susanne, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich war gerade, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Also ich sagte, reiß dich zusammen, Mensch. Das meine ich zwar immer noch, aber ich glaube, wenn man so eine Kindheit hinter sich hat und so solche Erfahrungen, dass man dann auch zerbrechlicher ist. Ja, und das auch, ist halt, ich versuche halt nach außen hin immer schön den Schein, ich habe bis jetzt immer, ich habe 3 Geschwister, für die habe ich immer gekämpft, dass es denen gut geht, dann die gleiche Scheiße nicht auch durch. Ich habe die alle von zu Hause rausgeholt. Aber meine Kraft ist einfach am Ende, dass ich nicht, ich kann einfach nicht mehr für andere kämpfen. Und ich habe immer an andere als erst gesagt, wenn ich anderen helfen konnte, geht es mir gut. Das kann ich auch verstehen, dass irgendwann ist die Batterie auch leer. Ne? Dass man dann sagt, ich kann jetzt nicht mehr,
ich muss vielleicht auch an mich denken, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und alles bricht auf einen ein, so wie es jetzt bei dir passiert ist. Ja. Ich möchte erstens, dass du jetzt in Ruhe mit der Elke redest, meiner Psychologin. Mhm. Und dann wird die Elke dir Ratschläge geben und Tipps geben, wie du an einen festen Ansprechpartner kommst. Ich finde nämlich, dass du eigentlich zu einem Psychotherapeuten musst. Ja, das wollte ich auch. Ich hatte auch schon damals in der Heimzeit Therapeuten, aber die haben alle nach einer Zeit gesagt, dass es denen zu heftig ist, was bei mir einfach vorgefallen ist. Ja, ne? Das sind seltsame Therapeuten. Ich finde, dass du zu einem guten Therapeuten musst, der sich richtig mit dir beschäftigt, der dich auch stabiler macht, dass du so etwas wie so eine gescheiterte Beziehung auch eher verkraften kannst. Ich glaube, dass du jetzt so fertig bist und dass du auch den Selbsttötungsversuch unternommen hast, liegt auch daran, nicht nur, weil du dich nicht zusammenreißen kannst, sondern weil du eben aufgrund dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, so labil bist. Das glaube ich. Und deshalb muss dir da jemand helfen, dass du die Vergangenheit mehr in den Griff bekommst, so wie du es gerade in deinem Traum auch beschrieben hast. Dass du das irgendwie verarbeiten kannst, um dann wirklich nach vorne zu gehen und in das Leben hinein, was du gerne möchtest. Ja, das ist eigentlich das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Und es ist, ich kenne mich einfach selber nicht mehr. Ich spreche bei jeder Aktion in Tränen aus. Mhm. Susanne, also wir machen das jetzt so. Du redest mit Elke. Ja. Und ich sage dir von meiner Seite aus nochmal, was du tun kannst, tu jetzt. Trage dazu bei, da musst du ja auch einen Willen haben, dass du zu einem Therapeuten gehst. Mach das und unternimm das. Ja, den Willen habe ich schon. Ja, verschließ dich dem nicht. Hab immer vor Augen das, was du erreichen möchtest. Irgendwann ein etwas ballastfreieres Leben, dass die Vergangenheit wirklich weg ist von dir, dass du in die Zukunft gucken kannst, dass du vielleicht irgendwann wirklich einen netten Mann hast und vielleicht auch Kinder und einen schönen Beruf. Das ist ein Ziel, dafür lohnt es sich wirklich jetzt auch an sich zu arbeiten. Du legst bitte auf. Und die Elke ruft dich an. Ja, okay. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, Susanne. Ich wollte nochmal sagen, dass das alles klasse ist und Dankeschön. Dass mir die Sendung eigentlich gut gefällt. Danke, Susanne. Dankeschön. Du legst auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ich bin verbunden nun mit Stefanie und Stefanie ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo. Ja, es geht um Folgendes. Ich habe bei dir am 20. Dezember angerufen, weil ich damals aus finanziellen Gründen mit dem Gedanken gespielt habe, dass ich meinen Körper verkaufe. Vielleicht erinnerst du dich noch was? Ja, ich erinnere mich. Ja? Ich erinnere mich. Mhm. Und es hat sich seither einiges Positives daraus entwickelt. Wir fassen mal eben nochmal zusammen, was damals passiert war. Mach du es am besten. Ja, ich bin also seit 93 an MS erkrankt, seit 96 Frührentnerin. Und habe eben nur 143 Euro zum Leben. Mhm. Und das kann irgendwo nicht reichen. Und da habe ich mit dem Gedanken gespielt, dass ich meinen Körper verkaufe. Mhm. Wir haben heftig diskutiert darüber. Ja, richtig. Du warst ambivalent. Ne? Mhm. Du hast nicht gesagt, ja, ist kein Problem, mache ich. Sondern nee, ich war irgendwo, ich wollte es irgendwo nicht. Und irgendwo sah ich keine andere Möglichkeit. Ich habe dagegen gesprochen. Mhm, richtig. Ja. Erzähl, was passiert ist jetzt. Ja, es war in dieser Nacht ein LKW-Fahrer aus Solingen, also bei Köln unterwegs. Und er hat sich die Sendung angehört und in einer Raststätte traf er sich mit drei weiteren LKW-Fahrern, die Sendung auch gehört haben. Ach. Ja, und die haben spontan darüber geredet und haben einen kleineren Geldbetrag gesammelt, wo mir dann doch in dem Moment sehr weit geholfen hat. Das ist ja toll. Ja, und bei der Gelegenheit möchte ich mich bei dem Holger Meyer aus Solingen ganz herzlich bedanken. Aha. Der hat das alles in die Wege geleitet. Ja. Auch, dass ich dieses Jahr im Sommer in Urlaub komme. Super. Ja. Ach, das ist ja schon eine schöne Geschichte. Da hören LKW-Fahrer in tiefer Nacht die Sendung und deine Geschichte und organisieren spontan eine Hilfe für dich. Ja, da hat sich auch erst telefonisch eine richtig nette Freundschaft daraus entwickelt. Ja. Wir telefonieren oft miteinander und so. Ja. Und auch mit seiner Freundin habe ich regelmäßig in Kontakt. Ja. Und, also es ist jetzt nicht nur Geld geflossen, sondern es entsteht auch eine Bekanntschaft, eine menschliche Verbindung. Ja, richtig. Ja. Ist das jetzt ein einmaliger Betrag gewesen? Oder, ja. Aber der ist schon mal für dich sehr wichtig und... Ja, den hat er mir überwiesen und das hat mir dann doch... Jetzt frage ich gerade, überlege ich gerade, ob ich fragen darf, wie viel Geld das war. Möchtest du das sagen? Wenn du es nicht sagen möchtest, dann verschweigen wir es auch. Ich glaube, die würden mir es verzeihen. Das waren insgesamt doch 150 Euro. Aber immerhin. Aber das immerhin. Ist mehr, was ich zum Leben habe im Monat. Ja, ja. Ja. Aber deine, ich meine, das ist eine tolle Sache, ein toller Betrag. Mhm. Du hast es damals aber so geschildert, dass du in so einer permanenten Geldnot bist.
diese 150 Euro helfen dir ja nun langfristig nun auch nicht über die Runden. Nö, auf die Sendung damals hat sich eine junge Frau gemeldet. Ja. Die arbeitet bei einer Flirt- und Funline. Ja. Und hat gemeint, ich soll mich mal bei ihr melden und das habe ich auch gemacht. Ja, und jetzt arbeite ich als Operator bei dieser Flirt- und Funline. Ach so, das ist auch noch rausgekommen bei unserem Telefonat. Richtig, ja. Also du arbeitest nicht als Prostituierte? Nein. Wie du es geplant hattest eventuell? Ich mache es am Telefon. Das ist so die softere Variante? Ja. Und ja, das ist ja auch verrückt, das ist ja völlig verrückt. Und wie kommst du damit klar? Jetzt im Moment komme ich noch gut klar damit. Ja? Ja. Ich schlafe halt sehr wenig, weil ich teilweise um 23:30 am Abend raufgehe und doch erst um 6:30 wieder runter. Was heißt rauf in dein Zimmer, wo das... Nee, auf die Line. Achso, auf die Line. Achso, das ist geschaltet in deine Wohnung? Wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, ich werde wieder ein und dann bin ich auf der Leine. Du willst dich, ja, verstehe. Mhm. Ja, und dann bin ich drauf bis um 6:30 in der Früh. So, das heißt, eine ganz tolle Hilfsaktion von den Lkw-Fahrern. Richtig, was ich auch wirklich wunderbar finde. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei denen allen. Super. Die hören jetzt nämlich auch wieder zu. Ja, Kompliment, Jungs. Das habt ihr wirklich sehr nett gemacht. Sehr toll. Finde ich wirklich rührend. Ganz toll. Mhm. Dadurch entwickelt sich vielleicht eine Freundschaft. Und du bist deine Geldsorgen in anderer Weise auch etwas langfristig vielleicht los, weil du noch einen Job gefunden hast, der abgefederter ist als das, was du ehedem geplant hattest. Mhm. Das kommt halt eben drauf an, wie nah ich die Flirtlein an mich rankommen lasse. Das ist jetzt das Problem und da würde ich dir auch sagen, sei da sehr scharf in der Beobachtung, dass du einfach seelisch ja keinen Schaden von trägst. Mhm. Es gibt Menschen, die können das so nebenher machen, das ist völlig in Ordnung, aber es gibt Menschen, das habe ich auch schon gehört hier, denen das zu schaffen macht. Da musst du wirklich ein Auge auf dich werfen. Ja. Aber im Prinzip eine gute Rückmeldung, ne? Mhm. Das ist schön, dass du nochmal durchgekommen bist und dass du mir das und uns das erzählst ja alles. Mhm. Ich habe gedacht, weil du freust dich sowieso immer, wenn was Positives draus kommt. Ja, klar. Klar. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich euch wissen lassen. Super, Stefanie, auf dass es weiter gut läuft. Okay, alles tschüss. Klar. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Von Stefanie zu Steffen, 29. Genau. So, über was reden wir? Wir reden über das Leben als Fernfahrer, beziehungsweise über die Beziehung, die die Fernfahrer führen, mit ihren Frauen, Verlobten oder Freundinnen. Du bist Fernfahrer? Genau. Ja. Was für ein Leben führst du mit deiner... Bist du verheiratet oder verlobt? Verlobt. Verlobt. Wie lange schon? Also wie lange seid ihr zusammen mit deiner Frau? Also ein halbes Jahr verlobt und kennen tun wir 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Wie sieht denn das Leben aus? Ich stelle es mir kompliziert vor, wenn man Fernfahrer ist und ein Mädel irgendwo sitzen hat. Es ist kompliziert. Es ist ja nicht nur so, dass man jedes Wochenende zu Hause ist, sondern es kommt ja auch mal vor, dass man auch mal übers Wochenende von zu Hause weg ist. Ja. Dann sieht man sich halt dementsprechend weniger. Dann ist es halt mit Telefonieren oder jetzt auch neuerdings auch übers Internet halt möglich, dass man halt irgendwo Kontakt miteinander hat. Wie, welche Routen fährst du? Ich fahre ganz Europa. Ganz Europa, ja. Das heißt ja dann wirklich, dass du manchmal sehr lange, wirklich lange nicht da bist. Ja, im Prinzip eigentlich die ganze Woche, bloß in den letzten 2 Wochen ist es so vorgekommen, dass ich überhaupt nicht zu Hause gewesen bin. Wo bist du jetzt im Moment? In der Nähe von Herford. Also unterwegs? Unterwegs. Ja, stehst irgendwo auf dem Rastplatz? Genau. Ja. Wann hast du sie jetzt zum letzten Mal gesehen, deine Verlobte? Jetzt? Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Und wann wirst du sie wiedersehen? Ich hoffe am Wochenende. Mhm. Welche Probleme bringt das mit sich? Viele Probleme. Es muss ein ziemlich großes Vertrauen da sein zueinander. Weil es ist halt so, dass es auch vorkommen kann, dass man unterwegs ist, ja, wie bei anderen Kollegen, dass sie auch irgendwo jemand anders kennenlernen, dass sie dann halt im Prinzip auch fremd gehen. Mhm. Und da muss halt von dem Partner, den man hat, ein ziemlich großes Vertrauen entgegengebracht werden, dass man halt doch unterwegs treu ist. Ja. Eben Zwischenfrage. Wie lernen denn Fernfahrer, die ja unter großem Zeitdruck stehen, zwischendurch und unterwegs Frauen kennen? Wie geht das? Wo? Auf dem Rasthöfen, an der Tankstelle, Anhalterinnen, die man mitgenommen hat oder... Ja. Also da gibt es schon Möglichkeiten, weil wir müssen ja unterwegs eine Pause machen. Wir fahren ja nicht, sage ich mal, 24 Stunden rund um die Uhr. Ja. Aber ich stelle mir das schon auch schwierig vor, an einer Tankstelle mal eben schnell eine Frau anbaggern. Aber es geht. Es geht. Also ich weiß es von Kollegen, wo es schon funktioniert hat. Mhm. Gut, also da muss ein großes Vertrauen da sein, dass die Verlobte, eine Freundin zu Hause sagt, okay, der ist lange weg, aber der bleibt mir treu. Umgekehrt muss das Vertrauen aber genauso sein, ne? Genau. Denn du hast ja auch keine Kontrolle darüber, was sie tut.
Überhaupt keine. Mhm. Ist das Vertrauen bei euch richtig gefestigt oder wurde das auch schon mal erschüttert? Das wurde auch schon mal erschüttert. Was ist da passiert? Da ist sie fremdgegangen. Mhm. Hat sie es dir gebeichtet oder hast du es irgendwie so rausgekriegt? Sie hat es mir gebeichtet. Immerhin, ne? Ja. Immerhin. Und danach hat es lange gedauert, bis du wieder Vertrauen zu ihr gewonnen hast? Ja, also hundertprozentig ist das Vertrauen immer noch nicht gegeben, weil es hat eigentlich doch ziemlich tief gesessen. Mhm. Wie lange liegt das jetzt zurück? Ein Dreivierteljahr ungefähr. Mhm. Mhm. War das so ein One-Night-Stand oder war es noch sogar jemand aus dem Bekanntenkreis? Es war ein Kollege, sagen wir es mal so. Das auch noch? Ja, nicht aus dem Bekanntenkreis oder so, sondern also man lernt sich ja untereinander nun auch mal kennen. Und dann ist es halt so gewesen, dass es ein Kollege gewesen ist und das schmerzt natürlich dann dementsprechend auch mit. Aber es war eine einmalige Aktion nur? Das war eine einmalige Aktion. Mhm. Hast du schon mal darüber nachgedacht, also jetzt in der Endkonsequenz, da es ja nun wirklich viele Nachteile fürs Privatleben mit sich bringt, ständig auf der Straße zu liegen, den Beruf zu wechseln? Drüber nachgedacht schon, aber... Das ist schwierig. Ich habe mir diesen Beruf ausgesucht, ich habe vorher was anderes gelernt gehabt und bin in den Beruf reingegangen, weil es irgendwo ein Traum von mir gewesen ist und diesen Traum, ja, den lebe ich zurzeit und möchte ich eigentlich auf keinen Fall der Welt auch aufgeben dafür. Also, das ist also eine ganz klare Sache, die nächsten Jahre wirst du noch weiter auf der Straße sein, definitiv. Genau. Mhm. Definitiv. Es gibt ja auch so Modelle, dass die Mädels dann mitfahren. Wäre das eine Möglichkeit bei dir, bei euch? Nee, im Moment leider noch nicht, weil sie war schon mal verheiratet, ist geschieden und hat zwei Kinder mitgebracht aus der ersten. Ach so, ja gut, dann kann sie natürlich nicht, dann hat sie genug Beschäftigung. Genau. Ja. Wie siehst du denn jetzt die Prognose so für euch? Es gab jetzt einmal einen Riss im Vertrauen, das ist so einigermaßen gekittet. Glaubst du, dass ihr es schaffen werdet? Oder im Moment kriselt es ein wenig, weil ich halt, wie gesagt, die 2,5 Wochen nicht zu Hause gewesen bin. Mhm. Ich bin zwar heute bei ungefähr 30 Kilometer entfernt gewesen von zu Hause, bloß leider sitzt dann auch irgendwo der Zeitdruck im Nacken, wo man dann nicht so einfach sagen kann, gut, ich fahre jetzt trotzdem mal zu Hause vorbei. Und das hat halt nicht hingehauen. Wahrscheinlich, ich weiß ja, dass uns in der Nacht immer sehr viele Lkw-Fahrer hören auf den Straßen, zumindest in Nordrhein-Westfalen, wo wir es übers Radio empfangen können. Die werden auch sich... weiter. Ja, genau, weiter, ja klar. Die werden sich damit identifizieren, was du gerade gesagt hast, viele, könnte ich mir vorstellen. Dass es ein großes Problem ist für viele Männer, die so ausgiebig auf den Straßen liegen und hängen müssen wie du. Das glaube ich schon. Ja, redet ihr so unter euch Jungs, wenn ihr Pause macht auf den Rastplätzen, redet man auch über so private Sachen oder ist das eher tabu? Man redet auch über solche privaten Sachen. Also man lernt sich ja irgendwo auch kennen, man steuert eigentlich regelmäßig dieselben Autohöfe an, wo dann auch eigentlich dieselben Kollegen sind und da redet man schon dann über zu Hause, was da los ist und man muss ja irgendwo auch, sage ich mal, jemanden haben, mit dem man mal reden kann. Ja, aber du fährst alleine, ne? Du hast keinen Beifahrer. Ich fahre alleine. Du fährst alleine. Entstehen da auch bei diesen Begegnungen, bei den immer wiederkehrenden Begegnungen auch schon mal Freundschaften zwischen den Männern? Oder ist es doch eher oberflächlich? Nee, da entstehen schon richtige Freundschaften. Ja. Dass man ja dann die Telefonnummern austauscht, wenn man unterwegs ist, dann auch sich gegenseitig kontaktiert und fragt, wo der andere ist und das auch dann schon manchmal so abtimt, dass man sich dann auf den Autohof zusammentreffen kann. Ah ja. Aber also, ihr habt ja gerade ein tolles Kompliment bekommen, ne? Von Stefanie. Hast du mitbekommen, ne? Das habe ich mitbekommen. Ist auch nicht die einzige Hilfeleistung, die wir machen. Das glaube ich. Es gibt noch mehr Sachen. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Wenn man ins Internet reingeht und die Trucker-Seiten mal aufruft, dann kommt man auch zu den Links, wo wir weiterhelfen. Ja, tolle Sache. Also, jetzt das nächste Wochenende bist du bei deiner Verlobten. Wie lange kannst du dann bei ihr bleiben, bis du wieder on the road musst? Nur das Wochenende. Nur Samstag, Sonntag. Nur Samstag, Sonntag. Ah, ist natürlich wirklich kurz. Es ist wirklich kurz. Aber ihr telefoniert jetzt in letzter Zeit oder auch nicht so oft? Nein, wenn ich im Ausland bin, dann ist es eigentlich eher kürzer. Und das kommt halt öfters vor, wenn ich in Deutschland bin, dann sind die Telefongespräche natürlich länger. Deshalb ist im Ausland irgendwo so mehr das Internet, dass man E-Mails austauscht. Bloß das kann man immer nur dann machen, wenn es auch dann irgendwo die Möglichkeit unterwegs dafür gibt. Also ich ermesse oder erahne, dass das eine komplizierte Geschichte ist und dass manches Privatleben kaputt gegangen ist darüber. Das glaube ich. Ich wünsche dir, dass du es wieder hinkriegst mit deiner Verlobten, mit deiner Freundin. Hoffe ich auch. Wie auch immer.
es gibt ja gar nicht viel Spielraum, auch wenn du dich wenn du dich sehr anstrengst, du bist halt definitiv dann nur so selten da, ne? Das heißt, man steht ja dann auch unter dem Druck, dass diese beiden Tage, wo man zu Hause ist, da muss dann alles passieren, ne? Die müssen dann auch toll werden und das ist auch schwierig, ne? Ja, die Kinder, die haben man ja auch akzeptiert, für die muss man in dem Moment auch da sein. Man muss auch irgendwo das private Zwischeneinander darf ja auch nicht zu kurz kommen. Das ist dann schon irgendwo so ein Drahtseilakt, weil das Leben läuft ja bei ihr weiter. Und wenn ich dann am Wochenende mit dazustoße, sind ja auch dann irgendwelche Sachen geplant oder das Familienfeiern sind. Und dann ist dann irgendwo dieses Wochenende, wo man dann wirklich zu Hause ist, relativ vollgepackt. Mhm. Glaube ich. Dennoch, Steffen, toi, 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 dass die Beziehung bestehen bleibt und dass sie sich vielleicht wieder richtig kittet und das Vertrauen wieder kommt. Ja. Alles Gute. Bedanke ich mich. Jo. Und gute Fahrt weiterhin. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Franziska, 46 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Damian. Hallo, Franziska. Thema? Thema Transsexualität und das Leben damit. Du bist ein transsexueller Mensch. Ja, genau. Ich bin seit 5 Jahren geoutet, seit 3 Jahren offiziell unter dem Namen Franziska, also laut Gerichtsbeschluss. Was? Also bist also geboren als Mann in einem männlichen Körper? Richtig. Ja. Darf ich dich fragen, wie du früher welchen Namen du früher getragen hast? Nein, darfst du nicht. Darf ich nicht. Da seid ihr immer sehr empfindlich, ne? Nein, der Name ist nicht mehr da, der ist gelöscht und aus dem Grund gibt es den nicht mehr. Aber es ist ein Teil deiner Vergangenheit. Es ist ein Teil meiner Vergangenheit, die ich auch nicht unbedingt missen möchte, aber wie gesagt, den Namen an sich gibt es nicht mehr. Gut, dann will ich das so respektieren. Dankeschön. Wenn ich dich jetzt sehen würde, siehst du schon, oder siehst, was heißt schon, siehst du sehr feminin aus? Doch, also die Leute, die mich nicht kennen, erkennen mich also im ersten Augenblick nicht als ehemaligen Mann. Mhm. Sondern kennen mich als Frau und na gut, die Stimme, die lässt natürlich so einige Rückschlüsse übrig. Ja, das finde ich auch. Aber es gibt auch Frauen, die tiefe Stimmen haben, insofern ist es ja auch nicht dramatisch. Nee, ich finde das auch nicht dramatisch und ich habe deswegen auch entschlossen, keine, sag ich mal, Trainings in der Stimme zu machen, sondern ich habe gesagt, okay, wer letztendlich fragt, der kann auch eine Antwort bekommen, aber erst wenn jemand fragt. Der Traum, ich glaube, das kann man so sagen, von fast allen transsexuellen Menschen ist, sich irgendwann operieren zu lassen. Ja, ich bin operiert. Du bist operiert? Ich bin operiert. Und das war auch das Ziel eigentlich, nachdem ich mich geoutet habe, zu sagen, okay, offiziell Frau und natürlich auch angeglichen körperlich als Frau zu leben. Das heißt also Penis, Hoden, alles weg. Richtig. Und man hat chirurgisch in künstlerischer Arbeit wahrscheinlich eine Scheide geformt. Ja, doch. Und sehr gut sogar. Und sehr gut sogar. Mhm. Das heißt, du gefällst dir und bist auch mit dir zufrieden. Ich bin mit dir sehr zufrieden, genau. Die Brüste, sind das künstliche Brüste oder sind Nein, das ist in dem Fall Natur. Es gab zwar die Möglichkeit, sich die Sache, sag ich mal, künstlich hervorheben zu lassen. Ja. Nur ich habe davon abgesehen, weil ich gesagt habe, das müssen die Hormone bewirken. Ja. Und bin mit dem Ergebnis, was die Hormone geschafft haben, auch sehr zufrieden. Also welche Körbchengröße jetzt? Ja gut, okay, es ist A und von der Körpergröße her ist es eben 85, aber das ist nicht das Problem. Nein, aber du bist zufrieden damit, das ich ist so okay. Ich bin mit der Optik zufrieden. Wie ist, wann hast du die Operation machen lassen? Letztes Jahr im Juli. Wie lange hat das gedauert, bis das, also jeder, glaube ich, der sich das so vorstellt, zuckt zusammen und denkt, oh Gott, da wird alles weggeschnitten, alles aufgeschnitten unten. Das dauert doch ewig, ehe das richtig und ordentlich verheilt ist. Wie lange hat es gedauert? Sag mal, die reine Operationsschwierigkeiten waren nach 2 Wochen eigentlich überwunden. Mhm. Und die Gewöhnung daran, die dauerte natürlich so ein bisschen länger. Mhm. Das sind gewisse Sachen, wo man sagt, okay, auch die Optik, daran muss man sich gewöhnen. Mhm. Aber ich sag mal so, nach 2 Monaten hat man das eigentlich ganz gut verinnerlicht. Wenn ich dich jetzt nackt sehen würde, sieht das aus wie eine normale Frau? Ja. Sieht aus wie eine normale Frau. Hast du schon mit einem Mann geschlafen seitdem? Nein, seitdem nicht. Ja, das heißt, es möchte zwar irgendjemand, aber das ist nicht so mein Typ. Achso, aber du bist jetzt heterosexuell. Ich bin heterosexuell. Ja, da muss man immer
kompliziert manchmal denken. Es gibt ja auch Umoperierte, die dann lesbisch sind, ne? Aber das ist bei dir nicht so. Nein, also ich bin prinzipiell heterosexuell. Mhm. Ich lebe zwar im Augenblick noch mit meiner ehemaligen Partnerin zusammen. Aber nicht sexuell? Sexuell nicht, nein. Wie hat denn, Stichwort, wie hat denn deine Partnerin, ist das deine Ehefrau gewesen oder deine Ehefrau noch immer? Das ist sogar noch meine Ehefrau. Ja. Aber sie hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, die wir logischerweise mit der Sache hatten, hinterher sehr positiv reagiert und hat gesagt, okay, wir stehen jetzt erstmal zueinander und wir gucken mal, wie es weitergeht. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wie lange wart ihr verheiratet? 22 Jahre. Wie hast du dich denn das heißt doch eigentlich, dass du dich in diesen 22 Jahren eigentlich immer unwohl gefühlt haben musst, oder? Ja, ich habe mich nicht nur unwohl gefühlt, ich habe mich auch teilweise ja total verstellt. Mhm. Ist das nicht für deine Frau schlimm, wenn sie sich das so jetzt so vorstellt, im Nachhinein denkt, mein Gott, der hat sich 22 Jahre verstellt, der hat vielleicht gar keinen, der war nicht unbefangen, der hat keine richtige Lust an unsere Sexualität gehabt. Ja, es ist prinzipiell ein Problem und da muss ich natürlich auch ein dickes Lob aussprechen oder einen unheimlichen Respekt von mir geben. Sie hat also etwas geschafft, was viele vielleicht nicht schaffen. Sie hat gesagt, okay, ich liebe einen Menschen. Toll, Ich bleibe jetzt erstmal bei den Menschen, toll. So es sich was anderes ergibt. Also sie mutiert quasi jetzt zu deiner besten Freundin. Sie ist meine beste Freundin. Sie ist deine beste Freundin. Mhm. Also das hat sich in den letzten Jahren herausgestellt und ich bin also da unheimlich glücklich drüber. Ja, ein großes Glück. So ergeben hat. Ja, ein großes Glück. Und egal wie es auch mit ihr in der Zukunft ist, ich muss sagen, es ist immer meine Freundin. Und das wird immer dein wichtigster oder mit der wichtigste Mensch in deinem Leben sein? Auf jeden Fall. Ja. Wie hat denn so ich könnte mir vorstellen, dass die Verwandtschaft, Bekannte alle entsetzt sind oder irritiert? Ja, genau das ist ja das, was ich eigentlich auch jetzt weitergeben möchte und weswegen ich auch angerufen habe. Interessanterweise nein. Nein. Es gibt also bis auf wenige Ausnahmen. Du bist aber, glaube ich, ein Glückskind. Sag mal so, vielleicht liegt es auch daran, wie man es anstellt. Vielleicht, ja. Auf jeden Fall hat also das Umfeld bei mir also so positiv reagiert, dass die gesagt haben, okay, du hast eine Entscheidung gefällt und diese Entscheidung respektieren wir. Mhm. Und ich habe versucht, niemanden zu überfordern, sondern ich habe denen eine Chance gegeben, sich an diesen Zustand zu gewöhnen. Also, das hört sich toll an, es sei dir wirklich gegönnt, aber ich glaube, es ist eine Ausnahme. Ich glaube, leider ist es eine Ausnahme. Leider habe ich das sehr oft festgestellt und deswegen wollte ich mich also auch bei dir mal melden. Vielleicht hören andere zu, die das auch als Situation im Augenblick erleben oder schon erlebt haben. Ja. Es geht, wenn man auch vielleicht von sich aus ein bisschen Rücksicht auf andere nimmt und sagt, okay, ich habe eine Extremsituation und ich versuche diese Extremsituation nicht rüberzubringen, sondern gib euch eine Chance, das zu machen. Ich finde es insofern aber auch toll, dass du durchgekommen bist und dass wir uns unterhalten können, um auch mal zu hören, dass es auch positive Verläufe gibt in solchen extremen Lebenssituationen, dass nicht immer alles ganz dramatisch ist und traurig und schlimm und katastrophal, sondern dass es auch mal so funktionieren kann. Genau, das wollte ich auch mal sagen. Wie lange hast du eigentlich, oder wie viele Jahre hast du, bevor du dich geoutet hast, vor 2 Jahren sagst du, ne? Vor 5 Jahren habe ich mich geoutet. Achso, vor 5 Jahren war das Outing. Wie lange hast du eigentlich vorher schon gewusst, mit mir stimmt was nicht, also bewusst gewusst? Also definitiv waren das vielleicht 4, 5 Jahre vorher dann schon. Das heißt also, ich habe 5 Jahre mit der Situation gelebt, in der ich mich, auch von dem Wissen her immer weitergebildet habe und habe gesagt, okay, es ist Transsexualität, du bist nicht abartig oder so. Aber ich stelle mir das ganz schwierig vor, diese Selbsterkenntnis zu erlangen. Also man hat erst ein diffuses Unwohlgefühl. Dann denkt man vielleicht, bin ich schwul? Ja. Oder was bin ich? Was ist mit mir los? Du weißt nicht, was du bist. Du bist nicht Fisch, nicht Fleisch. So, genau. Ja, so meine ich es. Mhm. Und du stehst vor einem riesengroßen Berg. Mhm. Dieser Berg, der wird immer größer, immer dunkler. Und irgendwann ist dein Gesichtsfeld so eingeschränkt, dass du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Mhm. Und dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Und das ist das, wo ich sage, man muss zu sich selber stehen. Man darf nicht vor sich fliehen,
sondern muss zu diesem stehen, was man da erlebt und das dann auch letztendlich durchziehen. Also tapfer, du bist jetzt 46 Jahre alt, das in dem Alter ein paar Jahre zugerechnet, das so durchzuziehen, finde ich nicht schlecht. Was machst du denn, oder was hast du beruflich gemacht, was machst du jetzt beruflich? Ich mache immer noch das Gleiche, was ich vorher auch beruflich gemacht habe, dank an meinen Arbeitgeber. Auch da läuft's gut. Ja, auch die Kollegen waren sehr nett. Ich bin im System- und Netzwerkmanagement tätig. Achso, du warst vorher Manager und jetzt bist du Managerin. Genau. Sensationell, wirklich sensationell. Und da gab es, ich kann es gar nicht glauben, und da gab es auch keine schäbigen Bemerkungen oder Naserümpfen? Ja, oder? Natürlich gab es da das eine oder andere, wo die sagen, naja, okay, guck mal den an, der flippt jetzt aus, oder das ist eine Dussi oder wie auch immer. Aber da haben viele Kollegen, das weiß ich aus Erzählungen, mir unheimlich zur Seite gestanden und haben gesagt, okay, sie hat das gemacht und vielleicht tragen auch doch sehr viele Fernsehsendungen dazu auch bei in den letzten Jahren, dass dieses Phänomen auch öffentlicher wurde. Wenn man so 10 oder 15 Jahre zurückschaltet, wusste man ja gar nichts davon. Nein. Da war das völlig diffus irgendwie und pervers und also man hatte Vorurteile bis zum geht nicht mehr. Vielleicht ist das auch so ein Resultat, dass doch in den Medien sehr viel darüber gesprochen wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange gebraucht, um die entsprechenden Informationen zu kriegen. Ja. Wo ich sagen konnte, okay, es ist das, was du meinst, was du bist. Und dank auch dem Internet, das hat mir auch unheimlich geholfen. Absolut, ja. Und die Recherchen da und letztendlich auch Literatur, Fachliteratur, hat da sehr geholfen. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine sexuelle Frage, die OP betreffend. Bist du nach dieser Umoperation, sage ich mal, Angleichung von Mann zu Frau, du bist jetzt eine Frau, kannst du einen Orgasmus erleben? Ja. Das heißt, du, durch Selbstbefriedigung hast du es schon rausgekriegt? Richtig, genau. Wie geht das? Ist ein Stückchen von der Eichel übrig geblieben? Richtig, es ist ein Stückchen von der Eichel geblieben. Es ist also nicht alles, wie man so schön sagt, weggeworfen worden, sondern es ist noch was da, was mitverwendet wird. Mhm. Und die Operationstechnik heute ist sogar in der Lage, dass die Nervenenden also wirklich mitspielen, sodass du, oder dass ich, in dem Fall du nicht, aber dass ich also ein Empfinden habe, was also ähnlich vermutlich ist dem, was einer biologischen Frau gleicht. Ist es denn auch ähnlich dem, was du früher als Mann erlebt hast, an Orgasmus? Befreiender, aber ansonsten ist es sehr, sehr schön. Ja. Es ist nicht direkt zu vergleichen. Ja. Also Franziska, ich wünsche ein tolles zweites Leben, was ja nur schon sehr erfolgreich angefangen hat bei dir. Und alles Gute und viel Glück und vielleicht auch eine Liebe und auch eine erfüllte Sexualität. Ich wünsche es dir von Herzen. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Okay, tschüss. Gudrun 51, guten Morgen. Hi Domian. Hallo Gudrun. Hi, Domian. Über was unterhalten wir uns? Über sexuellen Missbrauch an Kindern. Ja. Und zwar meine beiden Enkelkinder, einmal 4 Jahre, also wird im April 5, und eins, das ist 2 Jahre alt, die sind von ihrem Onkel sexuell misshandelt worden. Wie habt ihr das rausgekriegt? Also ich habe es rausgekriegt dadurch, dass mein Enkelkind, das kommt alle 14 Tage bei mir zu Besuch, und in der Badewanne hat sie mir dann erzählt, dass ihr Onkel sie dort unten angefasst hat. Mhm. Und der Mutter hat sie es dann auch irgendwann erzählt, das kam dann so schwallartig raus, also dass der Onkel bei beiden Kindern unten mit dem Finger in die Scheide eingedrungen ist und mit dem Finger in den After. Und dann hat sie ihr auch noch so einige Stellungen vorgemacht. Mhm. Missionarstellung, dann sie saß oben drauf, der Mann unten und sich so gegenüber sitzen. Aber hat er die Kinder oder ein Kind auch vergewaltigt? Nein, das leider nicht, muss man sagen. Leider nicht? Ja, laut der Behörden ist es leider nicht, weil der Täter läuft immer noch frei rum. Achso, das muss erst so schlimm sein, bevor die initiativ werden. Ja, weil das Kind ist mittlerweile jetzt einer Videozeugenaussage hingegangen, hatte natürlich Angst und hat dann also nichts Gravierendes gesagt, höchstens sowas wie, hat mein Herz wehgetan, hat mein Bauch wehgetan und so weiter. Und daraufhin konnte man den Täter dann ja nicht festnageln. Ne? Und das wird eben nicht geglaubt. Und jetzt liegt das bei der Staatsanwaltschaft, es passiert gar nichts. Ja, jetzt muss eine Anwältin eingeschaltet werden wegen der Nebenklage, weil sonst wird die Akte zugemacht. Das Jugendamt glaubt es auch nicht, das heißt dann Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Ne? Ja.
Dieser Onkel, ist das ein naher Verwandter in eurem Familienkreis? Ja, von meinem Schwiegersohn, der Bruder. Der Bruder vom Schwiegersohn. Das heißt also, in dem ihr hundertprozentig vertraut habt, wo die in Kinder... In dem meine Tochter hundertprozentig vertraut hat, ja. Du von Anfang an nicht so? Nein, ich wusste, dass mein Enkelkind 3 Monate lang mit diesem Onkel in einem Bett schlafen musste. Mhm. Und ich war der ganzen Sache skeptisch gegenüber, aber... Warst du denn vorher, bevor du das wiederum wusstest, auch schon skeptisch? Ja. Warum? Weil ich dem nicht traue. Man kann ein vierjähriges Kind nicht mit dem Onkel in einem Bett stecken. Ja gut, aber... Bevor das passiert ist, war dir dieser Mann von vornherein auch schon unsympathisch? Nein, das ist einfach, er ist zu kindlich für sein Alter, würde ich sagen. Und dann sind ja auch noch Drogen mit im Spiel gewesen. Mhm. Zum Beispiel Grasrauchen, ne? Mhm. Mhm. Und er ist auch ungepflegt, sehr ungepflegt zum Beispiel, dass er sich vielleicht einmal im Monat wäscht. Und er hat sowieso keine Frauen gekriegt, ne? Mhm. Gut. Also ich hätte nie damit gerechnet. Das ist noch kein Indiz dafür, dass jemand sowas tut, ne? Nein, also ich hätte in dem Leben gedacht, dass er sowas wirklich tut, ne? Aber wie hat denn jetzt sein Bruder, der Vater der Kinder, auf die Vorkommnisse reagiert? Also am Anfang hat er erst so dieses, am liebsten wäre zu ihm hingefahren und hätte ihm die Fresse poliert. Mhm. Und dann war wieder dieses, dass er irgendwo, ja, soll ich ihm glauben, soll ich nicht glauben oder, ne? Mhm. Aber mittlerweile ist er so, er hat keinen Bruder mehr. Mhm. Wie oft waren denn die Kinder eigentlich bei ihm? 3 Monate. In einem Stück? Ja, meine Tochter, die hat sich damals von ihrem Mann getrennt und dann ist sie wieder zu ihrem Mann zurück. Zwischenzeitlich ist dann der Bruder mit in die Wohnung eingezogen und ja, dann hat sie da gelebt. Vater und Mutter haben im Wohnzimmer geschlafen, die Kinder im Schlafzimmer und der Täter auch mit im Schlafzimmer. Ach so. Und deswegen 3 Monate. Mhm. Also vorher, vor diesen 3 Monaten bestand da gar kein engerer Kontakt? Nein, bestand keine Gefahr. Ach so. Das verstehe ich. Ihr seid relativ hilflos jetzt, weil ihr es nicht beweisen könnt. Und die Behörden, das Jugendamt, die Staatsanwaltschaft hält sich auch relativ zurück. Ja. Mhm. Es muss jetzt also, wie gesagt, eine Anwältin für die Nebenklage, weil das ist ganz wichtig in so einem Fall, weil die das dann alles wieder in Gang bricht, dass die Kinder eventuell, was auch für die Kinder nicht gerade leicht ist, nochmal wieder untersucht werden. Mhm. Ne, weil ich weiß jetzt nicht, inwieweit er mit dem Finger eingedrungen ist. Mhm. Und bei einem 1,75 Jahre alten Kind kann es unter Umständen sein, dass er das Jungfernhäutchen verletzt hat. Ja, ja, ja. Hat denn irgendjemand aus der Familie ihn zur Rede gestellt? Ja, meine Tochter und mein Schwiegersohn haben ihn darauf angesprochen und er leugnet natürlich alles. Das ist natürlich eine schlimme Situation, wenn ihr davon überzeugt seid, dass das passiert ist und man dann keine Handhabe hat, ne? Dass man nichts unternehmen kann und dass man quasi an der Wand steht und nicht agieren kann. Nein, es ist fürchterlich. Mhm. Ich sitze hier und manches Mal dann sage ich, es muss bald jemand kommen und mich hier festnageln, bevor ich da hingehe. Mhm. Und die mit voller Wucht, welche da unten reintrete, dass man es anwesend amputieren muss. Mhm. Wohnt er auch noch in deiner unmittelbaren Umgebung, in deiner Nähe? Also er wohnt momentan noch ein paar Häuser weiter, wie wo meine Tochter mit den Kindern wohnt. Was sagt denn die andere Großmutter dazu, zu diesen Vorkommnissen und Vorwürfen? Die deckt ihren Sohn. Ach so, die sagt, das kann nicht sein. Ja. Das geht also ein Riss da durch die Familie. Die sagen, dass... Es gibt einen riesengroßen Riss durch die Familie. Ich habe noch eine Tochter und ja, sie hat keine Schwester mehr. So schlimm ist das. Wie könnte es denn jetzt für dich, aus deiner Sichtweise heraus, schlimmstenfalls ausgehen? Also ich weiß, dass er bestraft wird, weil er schon vorbestraft ist wegen Betruges. Also ich weiß, dass er eine Strafe kriegt. Mhm. Weil ich gucke deine Sendung ja auch schon länger und da weiß ich ja auch so einige Fälle, wie damals die Frau mit dem Kind da, dass der nur Bewährung gekriegt hat. Ja, aber ich weiß, dass er eine Strafe kriegt, wenn das nachgewiesen ist. Wenn es nachgewiesen wird, ja. Ich meine, wenn es nicht nachgewiesen wird, heißt es, dass er freien Lauf hat. Und dann soll er sich in Acht nehmen. Mhm. Na, aber ich werde nichts machen, dass ich jetzt irgendwie mich strafbar mache oder so. Das ist dieses Schwein nun echt nicht wert. Ne? Nein, das mach bitte nicht. Also nein, Gottes Willen, das mache ich auch nicht. Nein, meine Enkelkinder brauchen ich. Weil ich kämpfe ja auch um das eine Enkelkind, dass es zu mir kommen kann, dass ich die Pflegschaft kriege und so weiter. Aber ich renne nur gegen Mauern. So, jetzt wünsche ich dir, so du recht hast, dass ihr und du zu eurem und du zu deinem Recht kommst.
Und dass das, was ihr jetzt eingefädelt habt, dass das in irgendeiner Weise Recht, eine Wirkung hat, eine Auswirkung hat. Und dass dann, wenn er schuldig ist, er wirklich eine... Du weißt, dass ich dafür sehr scharfe Strafen bin. Ja, ich rufe dich dann nochmal an, wenn ich weiß, was ja, er gekriegt hat. Das würde mich sehr interessieren. Hm. Darf ich mit deiner Psychologin nochmal sprechen? Gerne, ja. Du legst auf, Elke ruft dich an. Danke. Alles Gute, Gudrun. Tschüss. Danke, tschüss, Domian. So, meine Lieben, heute keine Anrufe zu Herrn Kübbelböck, wie er heißt. In der Technik Michael Jansen. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema Geiz. Ich möchte gerne sprechen mit geizigen Menschen und mit Angehörigen. Das ist ja manchmal noch also wirklich sehr schlimm, wenn man in der Nähe von geizigen Menschen ist, von Freunden, Freundinnen, Freundinnen oder Partnern, Ehepartnern von geizigen Menschen. Ich möchte mit Geizigen reden, die sagen, ja natürlich, ich bin gerne geizig. Ich drehe den Groschen gerne 30 Mal rum. Oder vielleicht auch mit Leuten, die mal sehr geizig waren, die erkannt haben, dass es nicht gut ist und sich umerzogen haben. Morgen 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, Thema Geiz bei Domian. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.